Ja, einen wunderschönen guten Morgen und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns einmal den Euro-US-Dollar an. Hier hat sich meines Erachtens eine sehr schöne Formation gebildet und entsprechend auch schon bestätigt. Und das ist für mich jetzt der Einstiegszeitpunkt für Sonntagnacht zum Montag, wenn die Börse und die Forex-Märkte wieder eröffnen. So, gehen wir einmal auf den Chart zurück. Wenn wir uns einmal den Chart anschauen, wir haben hier einen Tief gesehen im Januar 2017 bei 1,034 Dollar je Euro und hatten dann eine sehr starke Aufwärtsbewegung des Euros. Und im September 2017 konnte hier meines Erachtens eine erste Wellensequenz abgeschlossen werden und seitdem befindet sich der Euro-US-Dollar in einer Konsolidierungsphase, also Korrekturphase, die ich hier mit A, B, C, D, E gekennzeichnet habe. Und wer jetzt von Elliott-Wellen vielleicht nicht so viel hält, der schaut einfach mal hier auf das übergeordnete zusammenziehende Dreieck. Ja, hier ja, sind das rosa da, nee, pink dargestellt. Und hier hatten wir bereits den Ausbruch gehabt. Ja, im Anfang Juni, dann gab es den entsprechenden Retest der Trendlinie von oben. Und jetzt haben wir mit Wochenschluss von gestern entsprechend auch noch eine bullische Umschließung der vorangegangenen Kerze. Also jetzt nicht perfekt, aber man sieht hier an dieser Dynamik, da ist viel Power gerade im Markt drin. Welche Zielbereiche gibt es? Vorausgesetzt, man zählt die Wellensequenz erstmal richtig. Würde natürlich hier der volle Schub in einer 3 zu extrem hohen Kursen führen. Ich habe hier noch eine Trendlinie in Blau. Das ist durchaus erreichbar. Als erster Anlaufziel wird aber meines Erachtens die 1,18 sein. Und im weiteren späteren Verlauf, vielleicht bis Anfang nächsten Jahres sogar, der Bereich von 1,22 bis 1,23. Ja, wenn wir jetzt sagen 1,23, wir stehen ja aber gerade bei 1,13692, das sind ja 10.000 Pips. Hat er jetzt 10.000 Pips gesagt? Ja, ich habe 10.000 Pips gesagt und das ist eigentlich das, worauf ich gerne setze, wenn ich so lange Bewegung habe. Das heißt, ich muss nicht im 5 Minuten oder im 15 Minuten Chart rumkramen. Klar, da gibt es die Formation auch, aber da musst du auch einen ganzen Tag vorm Rechner sitzen. Ja, klar, ich sitze sowieso davor, oftmals. Aber hier, wenn wir so eine übergeordnete Chartformation haben, dann ist es natürlich spannend, auf Wochen oder auf Monate sich entsprechend zu positionieren. Das kann man mit Kleingeld machen. Kann man sich ein Knockout-Zertifikat oder weiß der Geier was oder einen Optionsschein holen, dann weiß man genau, okay, bis zu diesem Punkt und dann bin ich raus, dann ist mein Geld weg. Aber geht es entsprechend, wie erwartet, in die Richtung, ja, dann verzehnfacht man sich, ja, kann man seinen Einsatz verfünffachen, versechsfachen, verzehnfachen. Genau. So, wo würde ich den Stop-Loss setzen, wenn ich am Sonntagnacht einsteige? Ja. Ganz klar hier das Kerzentief, das wird mein Stop werden. Da fliege ich aus dem Markt, da wird dann der Einsatz weg. Idealerweise bietet sich an, je nachdem, was ihr für Regeln habt, mit 1% eures Trading-Voluminas in den Markt hier reinzugehen. Das heißt, ich kann maximal 1% verlieren und die Chance Risiko, wenn wir nur bis zu 1,23 laufen, wäre bereits 4,85 zu 1. Das heißt, aus 1% wird dann 4,85%. Genau. Und das finde ich halt entsprechend extrem spannend. Ja, wir sind hier, kommen jetzt an den EMA 50 dran. EMA 50 auf Wochenbasis. Und mal schauen, wie er sich dann nächste Woche daran verhält, an dieser Marke. Ich gehe davon aus, dass er da durchgleiten wird. Und das ist halt das Schöne einer Charttechnik. Ich kann zwar eine völlig andere Meinung haben zu den ganzen politischen Sachverhalten in Berlin oder auch Brüssel und auch zu den Bankbilanzen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Das hat im Trading erstmal wenig zu suchen. Hier handelt man das, was man sieht. Und das ist halt ein klassischer Ausbruch.
der stattgefunden hat mit Bestätigung, mit dem bullischen Einschluss. Ja, das heißt, ich muss da rein in den Trade. Das hilft ja nichts, auch wenn es eher schon aussieht wie ein Investment. Ist es nach wie vor ein Trade, nur den werde ich halt relativ lange halten. Ja, ähnlich wie jetzt im DAX, da bin ich jetzt ja auch schon 22 Tage drin, oder auch bei Öl bin ich jetzt auch schon mehrere Tage drin, auf der Long-Seite entsprechend. Ja, und dasselbe sieht man halt aktuell hier im Euro-US-Dollar und kann uns eigentlich allen sehr viel Spaß bereiten. Vorausgesetzt, geht drauf und nicht in die der Trade geht auf und geht nicht in die Hose. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Geht mal mit der Idee schwanger. Letztendlich umsetzen muss das jeder selber. So habt ihr zumindest mal eine übergeordnete Einordnung zum Euro-US-Dollar. So, dann melde ich mich ab. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Frankfurt, falls da wer in der Nähe ist. Gerne auf dem Kaffee können wir uns treffen. Ich bin auch ein bisschen außerhalb von Frankfurt unterwegs. Gut, dann wünsche ich euch ein sonniges Wochenende. Genießt die Zeit, tankt ein bisschen Vitamin D, ja, und gehabt euch wohl. Tschüss, sagt euer Stefan Bode.